So, hi und hallo mal wieder. Hier sind wir in Wilhelmshaven bei das Deutsche Marinemuseum. Und was dort alles zu sehen gibt, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Oder ich gebe euch einen kleinen Einblick, also kommt mit mir. So, und nun kommen wir in den Außenbereich. Den inneren Bereich habe ich natürlich nicht gefilmt, weil dort ist Kulturgut, alte Bibeln, Soldatenanzüge, Orden und. Das müsst ihr euch selber anschauen. Die sich hier schon mal angeschaut haben, können ja hier kommentieren. Mich interessiert wirklich mehr der Außenbereich, wo die ganzen Kanonen, U-Boote, Schiffe stehen und, was wir uns natürlich ansehen werden. Und ich euch natürlich präsentieren werde. Altes Geschütz von 58 zum Beispiel. Schiffe und. Aber jetzt gehen wir mal in so ein U-Boot rein und ich zeige euch natürlich, wie es da drin aussieht. Und sage deswegen, bis gleich, dort hinauf. Auf das U-Boot. Einmal einen kleinen Blick. Da seht ihr die Schiffe, wo ich gleich drauf gehen werde und euch was präsentieren werde davon. Aber jetzt gehen wir erstmal in die U-Boot runter. Ziemlich eng. Hier sind die sogenannten Kanonenrohre. Richtig heftig alles. 2, 4, 6, 8 Stück. Dann haben wir hier eine Reihe Sitzbänke. Andere Seite natürlich auch. Schauen wir nach oben und wie ihr selber seht, es ist ziemlich eng. Ich muss also meine Schultern links und rechts so weit ziehen, dass man hier durchpasst. Jetzt kommen wir in die Kommandozentrale. Sieht natürlich richtig heftig aus. Muss ich überall hier durchzwingen und quetschen. Richtig eng hier alles. Also ich werde jetzt erstmal weiter mich durchzwingen und melde mich natürlich gleich wieder, wenn ich ein bisschen hier durch bin. Und wenn es natürlich was richtig Cooles zu sehen gibt. So, und nun gehe ich den engen Weg natürlich weiter, wo überall Rohre, Kabel, Schalter, Sicherung, Knöpfe sind. Oh, hier ist ein kleiner Durchgang, da schauen wir natürlich mal rein. Also hier seht ihr schon, wie eng das ist. Da passe ich auf jeden Fall nicht durch, ist ziemlich eng. Ich verziehe mich daraus und gehe mal hier weiter. Ihr seht, weitere Schalter, Sicherung, Knöpfe, überall, in den ganzen engen Raum. Hier ist eine Tür, und hier gibt es auch eine Tür nach rechts. Oh, den Ort kennt ja wohl jeder. Abgang nach draußen. Das ist die sogenannte Außenwelt. Dann geht es natürlich hier hinten weiter. Jetzt sind wir in den Maschinenraum. Hier geht es gleich wieder nach oben hin, aber jetzt schauen wir uns natürlich mal die schönen alten Dieselmotoren an von Mercedes. Richtig heftig. Da kamen ein paar PS zusammen und natürlich kann man sich das vorstellen. Richtig hitzig. Hier drüber konnte man gehen, auf der anderen Seite wieder runter, weil das ist der eigentliche Motor. Man sieht hier nichts, weil ziemlich dunkel alles ist. Also das ist ein kleiner Einblick in so ein U-Boot, ein altes U-Boot. Jetzt gehen wir natürlich nach oben hin, dass ich euch noch weitere Schiffe und U-Boote zeigen kann. Ah, ich versuche das natürlich mit einer Hand hier zu machen. Richtig windig.
kommt man hier heraus. Doch entschlossen, erstmal wieder noch ein kleines Kriegsschiff mir anzuschauen, weil es da gerade leerer ist. Da kann ich euch mehr zeigen. Geht natürlich hier leicht drüber. Dann hat man hier die Kanonen. Ich gehe erstmal in den Außenbereich rum, dass man hier so alles sehen kann. Raketen drin, die man abschießen konnte. Vielleicht auch noch ein bisschen Technik reinstecken, ein bisschen Reparatur. Vielleicht fliegen sie. Kennen wir ja schon. Außenbereich, weg ist es. Da geht es wieder raus. Gucken wir natürlich hier auch wieder durch einen engen Gang. Die Küche. Und wieder kein Essen fertig. Und dann kommen wir hier Kommandozentrale. Hier sind natürlich viel mehr Knöpfe, Schalter und Sicherungskästen. Aber wie ihr seht, ein einziger hat das ganze Ding hier bedient. Dann geht es hier ganz steil nach unten. Und natürlich nach oben zum Captain. Ja, und wie ihr seht, ist das schon ein bisschen moderner. Also überwiegend ist richtig cool. Hier schon computermäßig. Also ist das ein moderneres Schiff. Dann geht es hier im Außenbereich natürlich hin. Da sind wir natürlich ganz oben drauf. Schauen natürlich auch mal über das Schiff hinüber, was man so sieht. Richtig gut gemacht. Dann sieht man natürlich das U-Boot wieder, wo ich gerade drin war. Sollte man den Rundgang anfangen, aber es war hier gerade zu viel Publikumsverkehr, es
deswegen dachte ich, ich mache eine Abkürzung, aber ihr habt gesehen, es bringt nichts. Aber nicht zu trotz. Machen wir jetzt mal durch. Ja. Das waren noch Telefone. Der Weg, der erstreckt sich natürlich, weil das Schiffchen ist ja auch ein bisschen größer. Der erstreckt sich gewaltig. Also bis da ganz hinten, dann geht es dann erst so, wenn es was Interessanteres zu sehen gibt, melde ich mich natürlich sofort wieder. Deswegen bis gleich. Ich kann natürlich weiter in Gang, da kam ich in so eine kleine Unterführung, dann geht es hier natürlich wieder raus. Und wo bin ich dann? An einer Kanone. Und ganz vorne an der Spitze. Von da aus werden wir jetzt mit dem Blick zurück auf das Schiff. Wir können dann am nächsten Tag bei den Ankerketten an. Wir sind zwar nicht. Aber es ist richtig beeindruckend, muss man ja echt sagen. Gucken. Ah, sieht man nicht so richtig alles, aber eben jetzt hier wieder rein, wenn was Interessantes zu sehen ist. Ihr wisst ja, melde ich mich sofort wieder. Bis gleich. Mal wieder durch eine Tür einfach durchgegangen und die jetzt hier nach oben hin. Wie ihr seht, ist da noch hin. Ein Blick hinten durch und höher. Der Kommandostand. Müssen wir gleich noch von der anderen Seite durchgehen. Was gibt es hier noch zu sehen? Hier ist der Computerraum. Richtig cool. Und die Dinger funktionierten alle perfekt. Kommen wir jetzt natürlich in die Kommandozentrale noch mal rein. Ausblick. Ein Hochstuhl. Dann geht's hier natürlich rechts raus. Richtig beeindruckend, so alte Kriegsschiffe. So alt kann man natürlich auch nicht sagen, aber ich werde mich erstmal noch ein bisschen umschauen, ob es was richtig Gutes zu sehen gibt. Allgemein, wisst ihr, melde ich mich wieder. Wenn man dann links aus der Kommandozentrale hinauskommt, sieht man das alles. Man geht auf diesem Weg wieder entlang. Da seht ihr das U-Boot da hinten, da das Schiff, wo ich gerade war. Das als erstes. Ihr könnt ja auch schon sehen, der Höhenunterschied oder der Größenunterschied.
schade, da könnt ihr mich. Jetzt nach oben. Und zu. Ja, nichtsdestotrotz erhaschen wir noch einmal Blick. Das erste Schiff, das zweite. Wir wollen es aber nicht mehr erkennen. Aber ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen kleinen Einblick geben. Ich gehe natürlich jetzt weiter. Wenn das interessant ist, zu sehen wird, wisst ihr, melde ich mich auf jeden Fall wieder. Ah, ist ich schon beeindruckt, hier an den ganzen Stahl vorbeizugehen. Alle Sachen ich mache jetzt gleich. So, und da bin ich natürlich gerade hergekommen, habe das Video unterbrochen. Dann ist der Blick zurück. Der ist schon gigantisch. Und habe hier natürlich meine Kanone, die ich natürlich vorhin ganz am Anfang von unten aus gezeigt habe. Und hier auch. Aber guckt euch mal. Einblick geben hier vom Marinemuseum. Ich habe euch nicht alles gezeigt, weil ihr müsst selber hier hinkommen und euch alles anschauen. Besonders den Museumsbereich habe ich euch gar nicht gezeigt, auch von Schiffen, nicht alles. Weil es lohnt sich wirklich hier hinzukommen und euch das selber anzuschauen. Deswegen